Ich habe einen Plan. Das wird ein grandioser Coup. Lupenrein. Großartig, unser Egon. Da bist du von Sorgenkälte, was? Ich weiß nicht. Ich muss erst mal mit Yvonne sprechen. Tja, man kann ihn doch nicht so ohne weiteres einsperren, wo er gerade erst mal draußen war. Ehrlich gesagt, das dürft ihr beide mit mir nicht machen. Ich hab wahrhaftig genug um die Ohren. Was willst du denn bloß von uns? Wir beiden haben es nur gesehen. Kommt ihr jetzt wieder ins Gefängnis? Ja, wie gewöhnlich. Das ist eine deutliche Schweinerei. Das dürfen Sie sich doch nicht erlauben. Was werdet ihr unternehmen? Was? Wieso? Versucht, ob ihr ihn befreien könnt. Wie denn das? Die Reisregistratur. Ja, das sagt ja auch Kjeld in dem Film. Ja. Was? Ach, Tausende. Ja. Heute wird ja behauptet, es wäre ein Krankenhaus. Das stimmt aber nicht. Es ist immer noch die Reisregistratur. Das passt auch so wunderschön zum 10. Film und zum Rathausturm. Hier gab es vor einigen Jahren einen sehr spektakulären Gefängnisausbruch. Wer in hier rechts hinter? Wer in das Museum, ins Filmmuseum Potsdam kommt, der kann dort Fotos begutachten, wie das hier und zwar von Schattengang ist. Und zwar sind die Befreier von außen mit Bulldozern hier gegen das Mauerwerk vorgegangen und haben so eine ganze Reihe von Häftlingen befreit. Und danach wurde die Sicherheitsstufe für das Gefängnis hochgesetzt. Und das war dann auch der Zeitpunkt, ab dem man eigentlich nicht mehr hier vors Gefängnis durfte. Dann durfte man nur noch vom Oskelweg vorne aus fotografieren. Wir waren ja immer vor dem Das ist ein Dösser. Ganz, ganz los. Geh nochmal Flagg auf dem. Ruhig ein paar mehr. Ein paar mehr? Nein, an den Bus.
vorne ist der Busfahrer. Hallo? So, passt das doch. So, jetzt kannst du nochmal meine Hand. Okay, die Mädchen runter, damit die Züge. Haben wir das Licht? Das ist der letzte, den haben sie vergessen mitzunehmen. Guck mal, machen wir. Ja, ist schon mal. Hallo? Hallo? So halt. So? Ja, gleich. Wir sind jetzt, wie heißt hier die blaue?
Haben wir uns glaube ich schon getraut. Nee, komplett. Aber trotzdem an der Seite, da haben wir dann schnell einen gemacht. Ich habe trotzdem ganz vorne hingestellt, so wohnen wir. Dann ins Tor. Das war der Econ. Mächtig, gewaltig. Jetzt wird's voll.
dieser Mann hier, Mads Mikkelsen, jetzt dieser war der erste Film. Mads Mikkelsen, der ist auch in Hollywood jetzt. Ja, ja, ja. Man kann auch im Internet gehen und Filme haben. Men der er ikke nogen, der har været hen og spørger for at se museet. De fotograferer her, og så går de igen. Så det er jo heller ikke altid, vi er her, men mange gange så ser vi jo de tyske billeder. Ja, det synes jeg. De skal da fotografere. Men vi lever reklame for jeres museum. Ja, det har vi. Men I har stadig, at du sidder søndag i måneder. Ja. Og ja, men kommer der så nogen som jer, så laver vi en sær. Ja. Ja, ja. I er jo noget særligt. Ja, tusind tak. Vi siger tusind tak for, for oplevelsen her. Jamen, det var rigtig hyggeligt at fejre igen. Ja, kan I holde? Ja. Tak. Tak til dig. Tak. Så rigtig god tur hjem. Ja, tak. God dag. Hej. Hej. Jeg håber, vi ses. Ja, det gør vi. Det gør vi da. Ja. Mange tak for. Ja, selv tak. Nej. Lidt endnu. Ja, meget gerne da. Ja, mange tak. Selv tak.
Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Shell hat so viel pinke Shell hat so viel Geld. Jetzt nochmal, wo war ich? Jetzt den Zettel umdrehen und den Songtext auf der rechten Seite ganz unten. Ich dachte, wir gehen jetzt raus. Es beginnt mit 50 Jahren. Achso, dann. Versuch es mal. Die Melodie. 50 Jahre. Treiben Sie. 50 Jahre nun. Treiben Sie uns um. Immer ging es schief, weil der Plan mal wieder nicht gut lief. Ego, Benny und Geld, yeah, yeah. Ego, Benny und Geld. Und dann noch Yvonne. Tausend Dinge zu tun. Sie ist immer schick. Hat die Familie im Blick. Ego, Benny, Geld. Ego, Benny, Geld. Kommt das dumme Schwein mit Egon wieder herein, doch kommt er auch raus. Yeah, yeah, bekommt der Applaus. Yeah, yeah. Flugabe. Ich hab das gedichtet. Das hat mich eine ganze schlaflose Nacht beschert. Ja, das war eine kommt der Wenn die Osenbahn nach Jütland fährt, fährt sie ja am Gefängnis vorbei. In die andere Richtung natürlich, links. Du nicht, fährst rechts. Na, da, und da singt ja die Osenbahn das Lied Ein Jäger wollte jagen. Ah, schön. Okay, da warten wir noch einen Moment. Uno hat kein Geld. Uno hat kein Geld. Nicht mal Kunden. Ein Jäger wollte jagen, ein Jäger wollte jagen, ein Jäger wollte jagen, wohl in dem grünen Wald. Tralala, den nimmer mit, den nimmer, tralala, den nimmer mit, den nimmer mit, den nimmer, tralala. Ein Jäger wollte jagen, wohl in den grünen Wald, tralala, yeah! Das Jensen-Lied. Ich sehe den schwingenden Stabpolizist. Ein Hoch auf den Kopf. So was kam. Hast du die Textstelle? Ein Hoch auf das Chor, das so prächtig ist und stolz. Ein Hoch auf die lieben Kollegen. Ein Hoch auf den Chef, der macht allen noch was vor. Er jagt die Verbrecher verwegen. Zeig dem Stabpolizist, schick einen Stabpolizist. Zeig dem Kerl, dass mit dir nicht zu spaßen ist. Seht, wie unsere Damen rüber schon voll Lust. Zu dem Chef, der heute auch nur ein Mitglied ist. Warte mal, da ist doch bestimmt eine Textstelle, eine Filmstelle. Hier, Claudia, für das gab es auch noch eine Filmstelle. Für das hier. Das singt doch Jensen. Ja, genau. Ich will uns nicht traurig sein. Ich mache ein
Nochmal! Richtig hat der Leander geschwimmt. Ich muss nicht traurig sein. Ich war ein mit dem günstigen Gewinn. Richtig hat der geschwimmt. Ich muss nicht traurig sein. Ich war ein mit dem günstigen Wind. Der Hahn ist noch nicht gesunken, oben wird noch ein Glas getrunken. Herr Generaldirektor, es ist mir eine große Freude. Eine Freude, die alles übersteigt, Ihnen zu melden, dass der Verkehr wieder normal ist. Der unerklärliche Vorfall ist aufgeklärt durch einen jungen Lehrling, der ungewöhnliche Geistesgegenwart gezeigt hat. Ja? Ja, das werde ich. Tausend Dank, Herr Generaldirektor. Das war der Generaldirektor. Er lässt Grüße bestellen und danken. Dann war noch nichts weiter. Herr Gottfelsen? Ja? Jetzt würde uns eine gute Tasse Kaffee gut tun. Ganz gewiss, Herr Brodersen. Ich habe schon Wasser aufgesetzt. Immer umsichtig. Herr Jensen, wollen Sie nicht schon Platz nehmen? Da ist noch etwas Kuchen übrig geblieben.